dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, 2:0 Heimerfolg. Bei uns steht unser Torschütze zum 1:0, Barış Atik. Barış, wie groß ist die Freude, dass heute gegen diesen schweren Gegner ein sehr wichtiger Heimsieg eingefahren werden konnte? Ja, die Erleichterung ist natürlich groß. Wir wollten unbedingt die 3 Punkte. Das ist uns auch gelungen. Ich finde in meinen Augen auch ein verdienter Sieg. So können wir weitermachen und ich hoffe, wir machen auch so weiter. Das 1:0 war für uns für das Selbstvertrauen sehr wichtig, so wirkte es von außen. Beschreib mal, wie die Szene zustande kam und wie du den Ball verwertet hast. Wow, das ist, ich glaube, dass der Ball lang reingekommen ist. Ich bin mir nicht so ziemlich sicher und ich wusste, dass der Kai natürlich unser Anker ist, ne? Der die Bälle gut ablegen kann und das hat er auch dann super gemacht. Und dann lag der Ball einfach vor mir und ich konnte einfach den Ball recht so, glaube ich, reinschieben. Ingolstadt hat es auch nach dem 1:0 schwer, Top-Chancen zu erzeugen. Was hat uns oder euch Christian Tietz mit auf den Weg gegeben, was heute wichtig sein wird gegen diese Top-Mannschaft? Wichtig war einfach, dass wir die jagen und gegen den Ball gut arbeiten. Wir wussten, dass sie auf jeden Fall jetzt nicht die spielstärkste Mannschaft ist, dass sie über die langen Bälle kommen und die langen Spieler da vorne haben. Das haben wir nicht zugelassen. Da war die Abwehr sehr konzentriert, hat alles rausgeholt. Und wir wussten halt, unsere Qualität haben wir vorne. Und dass wir zu unseren Chancen kommen werden, wussten wir. Und wir haben sie dann auch eiskalt ausgenutzt. Eiskalt ausgenutzt hat auch unser Stürmer Kai Brünker natürlich sein Tor und hat diese Chance verwertet. Wie hast du dich für ihn gefreut? Ihr habt euch sehr geherzt, habe ich gesehen. Ja klar, vor den Spielen pushen wir uns immer hoch, der Kai und ich. Und wollen halt immer die Tore machen und der Mannschaft mit Toren und Assist helfen. Und heute ist es gelungen. Heute hat mir Kai den ersten aufgelegt, ich habe den zweiten für ihn aufgelegt. Und umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist. Der Blick geht nach vorn. Nächsten Samstag geht es auswärts gegen FC Hansa Rostock, die nächste Top-Mannschaft, die aufsteigen will in die zweite Liga. Was gilt es da jetzt mitzunehmen aus diesem Spiel heute, aus dem Ingolstadt-Heimspiel gegen diese Top-Mannschaft? Ja, wir haken das einfach ab. Wir haben die 3 Punkte geholt, müssen einfach in der Woche jetzt gut trainieren, uns fokussieren auf Hansa Rostock. Und es ist kein Geheimnis, wir wollen dort die 3 Punkte mitnehmen. Kai, wie war der Matchplan vor der Partie? Wir wussten ja, wir treffen hier auf einen starken Gegner. Ja, wir wussten, wie wir Ingolstadt bespielen sollen. Das haben wir jetzt in den 2 Wochen, sage ich mal, analysiert, wie sie stehen, wenn man sich häufiger bespielt, dass sie sich dann auch ein bisschen tiefer fallen lassen oder dass sie auch sehr statisch werden. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir einen kleinen Hänger. Da haben wir nicht mehr so konsequent und konzentriert gespielt, haben uns aber dann wieder gefangen. Und letztendlich ging es nur noch darum, dass wir die Null halten. Und ein Kompliment an die Mannschaft. Alle haben sich voll reingehämmert wieder. Und ja. In den letzten Heimspielen war es ja schon öfter mal der Fall, dass wir wirklich gut begonnen haben. Ja, was fehlte, war häufig das Tor. Heute ist es mal gelungen, ein frühes Tor. Wie wichtig war das für die Mannschaft? Hat man hier auch mal sich früh belohnt? Ja, ich sag mal, frühe Tore sind immer gut, ne, für die Mannschaft. Und es gibt natürlich Auftrieb. Wenn man 1:0 führt, dann, uns wurde jetzt auch gesagt, also wir sollen die Gier beibehalten, dass wir noch mehr Tore schießen wollen. Und wir halten das Tempo weiter hoch und da auch ein Kompliment an die Mannschaft. Herr Barış Atik, der hat dich gerade schon gelobt, einmal als Vorlagengeber, einmal als Vollstrecker. Wie gefällt dir das Zusammenspiel mit ihm und erklär doch in dem Zuge vielleicht nochmal, wie es zu deinem Tor kam. Ja, Barış und ich weiß auch nicht, da ist irgendwie so eine gewisse Chemie da. Fühlt sich super an, mit ihm vorne zu spielen. Wir ziehen uns gegenseitig immer sehr gut nach oben. Aber nicht nur wir beide, also auch vorm Spiel, wenn wir in der Kabine sitzen, da ist jeder heiß, da guckt sich jeder an und heute müssen wir gewinnen, ja, alles raushauen, anlaufen, pressen und ist gerade einfach super, fühlt sich super an in der Kabine und das macht natürlich Hunger aufs nächste Spiel. Nächste Woche wartet nämlich schon der FC Hansa Rostock, ja, ein Ostderby. Wie will man da zu Werke schreiten, um unsere positive Serie aufrechtzuerhalten? Ja, das werden wir jetzt die Woche bearbeiten, aber fest steht, dass wir natürlich auch gewinnen wollen, dass wir den nächsten Dreier einfahren wollen und dass wir den ersten FC Magdeburg nicht enttäuschen werden. Morgen ist das Osterfest, Kai. Wie sieht's aus bei dir? Puh, entspannt. Kai, damit. Ich werde sicherlich nicht Eier färben. Morten, wie wichtig war dieser Sieg heute für die gesamte Mannschaft?
Ja, es war super wichtig, dass wir unsere Serie fortsetzen konnten. Jetzt mit dem dritten Sieg in Folge, dritte Mal zu Null in Folge. Also so wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Der Trainer bindet dich aktiv in das Aufbauspiel mit ein. Das hat sich in den letzten Wochen stark verändert bei uns, ist deutlich zu sehen. Wie gefällt dir diese Rolle, beziehungsweise wie ist es auch für deine Mitspieler, dass du dort hinten eben aktiv mitwirkst? Ja, es gefällt mir gut, erster Aufbauspieler zu sein und auch meistens Überzahlspieler zu sein, dass wir dann hinten das Spiel aufbauen können und nach vorne übertragen können. Aber genauso bin ich gegen den Ball der Erste, der hinten anweist und nach vorne schiebt und Kommandos gibt. Nach dem wichtigen 1:0 heute hat der FC Ingolstadt zur Halbzeit gewechselt, brachte zwei Offensivkräfte rein. Dadurch kam der FC Ingolstadt etwas mehr vor unser Tor. Wie hast du dich gefühlt, als dann mehr Offensivwucht auf dich zurollte? Ja, das war ja klar, dass sie nach der Pause nochmal Gas geben wollen und natürlich auch ein Tor erzielen wollten. Deswegen war es gut, dass wir recht früh wieder ein Tor gemacht haben, dass Panzer dann nachgelegt hat. Und dann, denke ich mal, haben wir es auch gut verteidigt, auch wenn die erste Halbzeit spielerisch deutlich besser war. Aber haben wir es am Ende gut verteidigt und auch gut über die Zeit gebracht. Es ist das dritte Spiel in Folge, wo die Null steht. Wie gut ist das insgesamt für die Mannschaft, beziehungsweise wie gut fühlt sich das auch für dich an? Ja, es ist einfach wichtig, dass wir hinten gut stehen. Das zeigt ja auch, dass hier hinten die Null steht. Und ja, da wollen wir natürlich einfach weitermachen, dass wir stabil bleiben. Morten, genau das wünschen wir dir. Erstmal gute Regeneration und dann viel Erfolg nächste Woche gegen FC Hansa Rostock. Danke.